So katastrophal, wenn ich das jetzt in die richtige Reihenfolge bringen müsste. Das ist letzte Band, das letzte Filmstreifen drin. Den brauchen wir irgendwie. Aha, zwei geschlossene, drei geschlossene Augen. Und wir sehen jetzt immer noch was, wie wir da lang kommen. So, aber was kommt, was passt hier rein? Genau, und was finden, was dort reinpasst. Und wahrscheinlich irgendwas aus der Box gehört. Aus der Spieluhr. Da hat sie hier wieder irgendwas. Und fünf Streifen noch mal für unten. Irgendwas übersehen. Müsste irgendwie was, irgendwas wie eine Schere. Müsste eine Schere finden. Vielleicht irgendwo eine Schere. Könnte man denn eine Schere finden? Von der anderen Seite verschlossen. Eine Schere. Nach da unten irgendwo eine Schere rum. Mir ist noch absolut keine aufgefallen. Ich übersehe es aber auch nur. Da liegt nichts drunter. Wände angucken. Und was? Hier würde man doch eine Schere vermuten. Das können wir nicht. Könnte eine Schere sein.
Und dann ist das nur ein Fleck. Nix. Bin schwierig, gerne. Pflanzen. Tja. Kann man nichts öffnen. Das haben wir schon gefühlt 100 Mal untersucht. Und den irgendwie in Gang bringen. Und die Streifen, die schon da sind, benutzen. Nummer 3 ist das Wichtigste in unserem Leben. Okay. Müll ist auch nichts zu finden. Okay, ich überlege mir mal, was wir hier weiterkommen. Irgendwas muss ich übersehen haben. Ja. Dann latschen wir noch mal wieder zurück. Hier war es, oder? Ja. Dies hier. Reparieren wir mal die Spieluhr. Okay. Wie ist da die richtige? Ah, ich glaube, ich habe eine. Das könnte, ja, hier, da sieht man es an den Kratzern. Den Kratzern. Kann man hier ein bisschen was? Nein, so nicht. Es könnte klappen. Nein. Naja. Okay, passen zueinander hier die beiden. Oh nein, das passt nicht.
Nee, das passt hier nicht. Wo passt dieser eine Kratzer dran? Hier. Das passt so. So würde ich doch sagen, oder? Da geht der eine lang. Ich kann jetzt mit der Maus leider nicht zeigen. Das sieht gut aus. Scheint zu laufen. Eine Pinzette. Ah, ja, das können wir gebrauchen. Das ist wertvoll. Zurück hier in die Werkstatt. Ach du Scheiße. So, jetzt holen wir hier mal die Sache aus dem Mund. Den Streifen. Uah. Na toll. Aha. Okay. Den Filmstreifen müssen wir jetzt nur noch zurück zum Raum. Zum Funkelraum unten. Aha. So, jetzt die richtige Reihenfolge. Rose, bester Freund auf der ganzen Welt, die Nummer 1. Das muss doch der Teddy sein. So. Diese Geschichte liebt sie, das Buch. Wir müssen nicht das Buch finden, sondern hier. Dann ist hier das Wichtigste in unserem Leben. Das ist natürlich Rose. Ein Hochzeitsgeschenk von Oma und Ethans Beweis für seine ewige Liebe und Treue. Ach, das Hochzeitsgeschenk von Oma ist das hier und der Ring ist natürlich der Beweis für die Treue. Auf geht's. Ein Brunnen. Fantastisch. Willkommen zu Das Schweigende Lämmer. Oha. Nach wie vor keine Waffen. Ach du Scheiße. Eine Schere. Wo kriegen wir jetzt eine Schere her? Habt ihr hier irgendwo eine Schere gesehen? Aha.
das eine Schere. Ich bräuchte nur nach oben. Natürlich können wir damit keinen anrufen. Das wäre zu schön. Bitte, Ethan, hör mir zu. Ich wollte es dir nicht verheimlichen. Mia? Ich wollte dich nicht nochmal verlieren. Ich hatte Angst um unsere Familie. Mia, wovon redest du? Was musste sie tun? Okay, da gehört ein Baby rein. Da sind wir wieder hier. Da war doch Mias Geist gerade. Ach du Scheiße. Nein. Mach nicht sowas. Okay. Hier. Öffne die Brust. Eine Messingscheibe. Was haben wir hier? Ohne Waffen hier tiefer runter. Angst. Ah, hier haben wir den besagten Brunnen. Ein Seil. Mehrere Kipper. Und runter hier. Oh, verdammt. Schlüssel für den Sicherungskasten. Okay, da muss doch jetzt was schief gehen. Oh no. Raus hier. Du wirst gar nicht wissen. Wo sind wir jetzt gelandet? Okay. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, 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 ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Hab das gesehen, ich hab nicht lange genug drauf geguckt, aber. Oh Scheiße. Ja, aber mit mir drin. Bitte. Ich möchte hier rein. Kann ich die Tür zumachen? Ich
Bin gar nicht da. Das war klar. Ich will die Schränke irgendwie zumachen. Mit letzten Speicherdaten. Ach du Scheiße. Ich muss öfters speichern. Ich muss öfters speichern. Öfters speichern, Zwergi. Ich hoffe, es gab einen Save Point. Wir irgendwo speichern gleich. Zum Glück gab es ein Autosave. Ach du Scheiße. Wir können es irgendwie im Schrank verstecken. Mal den Schrank zu. Und pssst. Ich habe mich gerade selbst nicht getraut zu atmen. Ist er weg? Müssen wir was einsetzen? Aha. Mach die Sicherung wieder ein. Und wir haben keine Sicherung an. Bin mit dabei. Scheiße. Hier schnell zurück. Ich hoffe, hier können wir noch lang. Hier auf. Okay, hier meine Küche. Irgendwas drin hier. Unsere Waffen zum Beispiel. Was Riesenbaby erschießen können. Das war ein bisschen plötzlich umgedreht. Okay, ich kann mich hier verstecken, aber noch ist hier nichts. Da kommt gleich was. Kommt doch gleich das Kind um die Ecke, oder nicht?
Ach, scheiße. Ich hab's gewusst. Ich hab's trotzdem. Ich hab's kommen sehen, aber. Versteck dich. Raus, bitte. Bin gar nicht da. Atmen. Ist es weg? Weiß nicht so an. Großbüte. Ist es weg? Nächste Schrank. Jetzt mal wieder rein müssen. Gehen wir mal zwischenspeichern. Okay, wir müssen mit der Sicherung zurück zum Anfang. So doch safe irgendwo noch rumlauern. Oh oh. Mach auf. Mach auf. Scheiße, scheiße, scheiße. Kack du. Gibt's hier einen Schrank oder so? Mach auf, mach auf, mach auf, mach auf! Mach zu, mach zu, mach zu! Mami! Mami kommt später, Mami kommt später. Die ist oben, die Puppe. Mami kümmert sich um dich gleich. Oh, fuck. Wie sagt man so schön? Aus der Pfanne ins Feuer. Große Scheiße. Geh nicht. Ich lass dich nicht.
Sag bloß, du lebst noch. Ja, ist klar. Du findest mich besser schnell, bevor